So, Mahlzeit mal wieder. Und willkommen zurück in der neuen Folge von Silent Hill Remake 2. Silent Hill 2 Remake, ich glaube so. Ich spiele dieses Spiel weiter. Allerdings, ich habe am Anfang so rumgetönt, dass ich gerne das Hundeende haben möchte. Deswegen spiele ich ja auch die ganze Zeit mit diesem bescheuerten Hundekopf, weil ich möchte dann, ne, nicht spoilern. Es gibt ein Hundeende und ich möchte das gerne machen und habe natürlich prompt beim letzten Mal vergessen, das zweite Teil von dem Hundeschlüssel zu holen. Was man, ich glaube, man braucht nur diese beiden Teile und da muss ich noch mal gucken, was das war. Aber wie gesagt, ich habe ziemlich genau vergessen, das zweite Teil zu holen. Deswegen muss ich jetzt noch mal spielen und zwar das, wo ich beim letzten Mal schon gewesen bin. Das heißt also, diese ganze Mischpoke hier quasi nochmal. Genau, ich meine mich erinnern zu müssen, dass wir hier hinten hoch This mussten, place nicht we're wahr? going to, what is it exactly? It used to be kind of a special place for young couples in these parts. I think it's easier if I just show you. Ich meine, wir müssen hier noch mal zu der Werkstatt. There, we can go through the motel. Oh, Moment. Einen kleinen Moment. So, erstmal einen schönen leckeren Schluck Kaffee aus meiner selbstgewonnenen Rockantenne-Tasse. Hab natürlich gerade vergessen, die Mods anzumachen, wie sich das gehört. Diese ganze Mischpoke mit dem Wagenheber habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch nicht gemacht. Weil braucht man eigentlich auch nicht. Ah ja, warte, hier. 107. So, hier war der Schlüssel, der war dann da oben in 107, nicht wahr? So, jetzt wissen wir ja schon, weil wir ja schon. Und so weiter. Was soll ich das alles erzählen? Ihr wisst es doch. Wir müssen also hier einmal rein. Nein, diesmal lasse ich dich nicht rein. Weil diesmal kann sie mit ihrem schmalen Arsch durchs Fenster klettern. Fünf, eins. Ja, I prefer the door next time. Kannst du ja machen. Ne, wir müssen da sowieso wieder zurück. Hey, you think I'd look good in this one? Kein Dialog heute. You know I would. It's a classic. Hey, na komm, Mädel, ich bin schneller als du. Ach, nee, Quatsch. Hilfe. Hey, you okay? It's like you froze for a second. Yeah, that's fine. Was haben wir jetzt gesagt? Also, 0 0451, ne? Tada! Schon da haben wir Schlüssel zu. Kennesisch! Kennesisch! Ich liebe den Kennesisch! So, das war ja jetzt bis dahin. Ich glaube, dafür, dass ich gesagt habe, ich will hier einen Schnelldurchlauf machen, bin ich hier immer ganz schön lange unterwegs. So, falls ich mich jetzt noch recht erinnere. Ich habe doch im Inventar. Ich wollte mal eben ganz kurz gucken. Schlüsselobjekte. Jawohl, ja. Da habe ich den ersten Teil des sogenannten Hundeschlüssels.
Und so, James. 3 years. Wie man hier an den Knochen erkennen kann. Aber kannst du nicht mal die Klappe halten, ey? Ich konzentriere mich hier gerade. Oh, then. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. Tada! Kann man das jetzt schon kombinieren? Ja, guck mal, kann man schon. Hundeschlüssel! Man soll es nicht glauben. Habe ich ja nicht schon. Nee, die anderen Knarren habe ich noch gar nicht. Boah, langweilig. Nein, alles gut. So, das war der Hundeschlüssel. Das wollte ich nur mal eben noch mal erwähnt haben. Ich spiele das Spiel jetzt wieder, dass ich bis ich da bin, wo ich beim letzten Mal war. Das war, ne? Könnt ihr ja dann in dem Video sehen. Und dann mache ich da weiter. In diesem Sinne, bis gleich. So, und Mahlzeit wieder zurück. Wir sind jetzt da, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Glaube ich. Ich glaube, wir standen auch hier drin. Und, ja. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt weiter. Mal durchgucken, haben wir da was? Ach, da ist diese Zapfanlage. Warum auch immer, ich weiß nicht, ob man da was machen kann oder so, aber ich glaube nicht, wenn ich mich recht erinnere. Na, machst du denn da? Ach, Mädel. Maria? Maria, you gotta see you. Din 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 di 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 di. Die nächste Sequenz. Die nutze ich als Konsequenz. Sequenz, Konsequenz, ne? Daraus resultierendes Ereignis. Maria? Klugscheißern für Anfänger. Komm, fortgeschritten. Yes, baby. Yes, baby. What? Come on, don't give me that look. Give it to me. I was just kidding. What is this? Is this the special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again, now that we're here, can't we stay just for a little while? Catch our breath before we head back out there. I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here.
What are you doing? Something to take the edge off. No? Yes. You sure? Yes, no. Trink, 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 Brüderlein, trink. Fine. Be that way. Here's to... to hope I'm dying. We should probably get going. Fine. Ready when you are. Ah, sah eh aus wie so ein billiger American Blend Whisky. Was trinkt man nicht? Kaffee und Schoko-Waffelröllchen. Geilste, wo gibt. Zumindest, wenn man nichts anderes trinkt. Let me know when you want to move on. Oh ja. Let's go. All right then. Come on. Es gibt, glaube ich, jede Menge in der Bar zu entdecken. Hör auf, mit dem Arsch zu wackeln. Aber will ich ja nicht. Brauche ich ja nicht. You shouldn't have stayed here this long. Hey, it's okay. We're almost there anyway. Good. No more delays. I need to find Mary. Well, then, let's hope you will. Das Problem ist, dass ich jetzt schon wieder länger nicht gespielt habe. Ich habe ja am Wochenende ein Intermezzo mit Nicole gehabt. Da haben wir auch noch zwei Sachen gemacht. Also am Computer. Und deswegen ist das jetzt schon wieder noch länger her, dass ich Resident Evil Silent Hill 2 gespielt habe und weiß noch weniger, was ich jetzt machen muss. Wir haben eine Karte. Pete's Kegelbahn, Krankenhaus Brookhaven. Ich glaube, wir mussten zum Krankenbahn, kann das sein? Krankenbahn. Hey, ich muss Alkohol trinken, das hat keinen Zweck, so wie es. Wo seien wir? Okay. Okay, it's not far now. Aha. Aber wir kommen nicht durch. More of those things. Was ja eigentlich bedeutet, dass wir doch richtig sind, nicht? Denn wenn wir diese Viecher jagen... blöde Munition da, die brauche ich nicht. Hä? So. Gut, wir sind hier nicht richtig. Und hier ist auch... nichts. All of those things. Ja, und hier ist auch zu. Verdammt. Es liegt mich am Arsch, ey. Ja, ist ja gut. Zappel du mal. Also, gehen wir mal wieder die ganze Straße zurück hoch. Mir wurde übrigens gesagt, dass mit dem Hundekopf, da könnte man das Spiel ja gar nicht mehr richtig ernst nehmen. Da habe ich nur gesagt, nee, soll ja auch nicht. wir mussten also doch in diese... Seitengasse, von da sind wir ja gekommen. Und mussten wir nicht da irgendwo... Hä, bin ich jetzt ganz vernagelt? Mann. Irgendwo rechts durchquetschen, war das nicht irgendwie sowas? Wenn ich es wüsste, wer weiß es, wer weiß es. So, da. Na, guck. Hey, wieder erwarten, was gefunden. Nur ich glaube, ich sage. We're on the other side of that chasm. Some detour. But hey, at least we're here.
Here meaning where exactly? Come on, you'll find out. Come in and find out. Sehr, sehr lustig. Hier glaube ich, was? Wenn er da schon aufmacht. Guck mal, ne? Und dann beim Essen zugucken. Sind die lecker. Oh, Mary geht vor. A garden? There's a bit more to it. The garden. If you say so. I don't think I've been here before. Come on. She's just around the corner. She? Oleander. Jede Menge. Und blüht bei dem Wetter. Who is she? There's a story told around these parts. Kind of a local legend. Tells of a woman who was cast out. Sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. Every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night, she would stand there on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open. And it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home. To lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. Plenty of other places to look. We can still. Come on. Hui! Da bin ich wieder. Wegen solcher Geschichten ist Halloween erfunden. Oder gibt es Halloween? Man hat dann nachts ein Licht in das Fenster gestellt, damit die Toten nach Hause finden. Gerade in Irland, weil da natürlich sehr viel Küste ist und sehr viele Seefahrer waren. Wieder mal. Klugscheißer Wissen für Fortgeschrittene. Wo ist denn Inside the Theater? Guck mal hier durch. Nee. Ah, da, jetzt. Ja. Und dann gibt es natürlich noch das, was jetzt. Yeah. Am Donnerstag ist. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. Die kommerzialisierte Scheiße, die aus dem James? Eigentlich. Yeah.
Be careful in there. Ja. Nacht vor Allerheiligen, also Hallowed Eve. Hallowed Evening. In Amerika rausgemacht wurde. Das heißt also, der ganze Scheiß ist jetzt nach Europa geschwappt und vor allen Dingen nach Deutschland. Und Halloween ist nichts anderes als Hallowed Evening, die Nacht vor Allerheiligen. Ich habe vergessen, wo ich rein kann oder rein muss. Da. Und ihn haben wir doch schon mal getroffen, oder nicht, ne? Ja klar, haben wir ihn schon mal getroffen. Eddie, aber nicht Van Halen. Wobei der vielleicht inzwischen auch da rumläuft. Eddie? Oh. James. James Hetfield. We met back at the apartment building. Yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. At least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Well, that's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Was mir ja mal so gerade aufgefallen ist bei Eddie, man sieht bei ihm andauernd Atem, also als wenn er in der Kälte ist. Und das ist bei ihm, bei James zum Beispiel nicht und bei den anderen auch nicht überall oder bei allen nicht. Okay. Okay, da oben, ne? dann nicht. Laura? Na, ich denke mal da durch, was? Willkommen im Vorführraum. Ja, wenn man da die Tür aufmacht, ja. Dann machen wir uns mal auf die Verfolgung von LL, Little Laura, nicht wahr? Hä? Warte. Laura, stop! It's dangerous! Maria?
Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. Okay, catch me if you can. Ach ja, okay. Was ich dann erstaunlich finde, wenn ich sie wirklich... Look. Na dann, auf ins Hospital. So, da war... Nee, wo war denn? Hier war irgendwo auch, glaube ich, schon... Entschuldigung, Mädchen. Eine Karte. Eine Mappe. Was haben wir denn da? In a hospital? Yeah, but it's empty. Somehow that seems worse. Hm, okay. Ich meine doch. Genau, ja. Ab jetzt kriegt man übrigens auch die Shotgun Shells, also die, Pumpgun, Quatsch, Schrotflintenmuscheln, Shells, wie man ja so schön sagt, ne? So, hier ist gar nicht viel zu untersuchen. Überhaupt nicht viel, wie man sehen kann. 1F, 2F, 3F, 4F, nee, 3F. So sieht's aus. Also, jetzt müssen wir wieder jede Menge gucken. Und ich hatte, wie gesagt, ich weiß natürlich nicht auswendig, was wir wo alles gucken müssen, sollten. Da wieder, ups, da wiederholt, die Schlüssel verlegt wurden, müssen sie ab jetzt zum Ende jeder Schicht in den Schlüsselkasten zurückgebracht werden. Wieder einprägen dürfen sie keine Umstände und Oberschwester in Untersuchungszimmer 3. So. Das heißt, wir brauchen die Schlosskombination und die Oberschwester aus Zimmer 3. Ich meine aber, na, guck mal, hat er sich schon notiert. Ich habe nur keine Ahnung, wo der Schlüsselkasten ist. So, da. Wir hatten drei kritischen Patienten gefordert. Du weißt ja, welche das sind. Könntest du sie bitte in sein Büro bringen? Ja, das müssen wir auch noch machen. Boah, hier ist so viel zu machen, das weiß ich noch. Hölle, Hölle, Hölle. Also wir sind jetzt, glaube ich, die nächsten 6-7 Stunden hier im... Dingenskirchen im Krankenhaus beschäftigt. Ach so, ja. Hui, ein Wind. Kind, himmlisches Windkind. Ah, guck mal, da haben wir den Schlüsselkasten. No combination now. We should look around. Might be written down somewhere. Ja, haben wir ja schon gefunden, nicht wahr? Das heißt, Untersuchungszimmer, Untersuchungsraum 3, da, guck mal. Nicht so schwer zu finden, wenn man da durchkommt, aber ich glaube, da kommt man nicht durch. Cafeteria, meine Güte, es war ja so viel hier. Und da war zu. Da ist zu. Wir gehen mal. Nurses in Training. Mhm. Die wollten wohl inkognito bleiben. Das waren Geheimschwestern. Dr. Hughes und Dr. Atkinson in the garden. Ja, das sind ja so vielversprechende Bilder. Also wenn ich da reingucken würde, würde ich sofort sagen, ja, da möchte ich aber gerne drin sein in dem. Ne, macht auch einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck, das Hospital. Also... Wer möchte da nicht gerne rein? Staircase. Ah. Laura. There. There she is. Laura. Wait. It's okay. We don't want to hurt you. God damn it. Ich glaube, wir kamen da jetzt auch...
I don't think she likes me very much. But why? I don't know. Komm, wir einfach Scheiße gelabert. Kam man da irgendwie schon rein jetzt? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, sie hat das von hinten zugemacht. Von innen. So heißt das. Da runter ging es auch. Nicht wirklich weit. Doch, oh, guck mal. Hundeschlüssel, nee, der passt da nicht. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Da unten ist irgendwas in der Schublade, aber wahrscheinlich wird das sowieso nur Munition sein. Deswegen gehe ich da nicht hin und gucke da nicht drauf. Ganz einfache Sache. Zu. Aufzug. Geht sowieso nicht. Boah. Natürlich kommen wir da nicht rein. Außer man kann machen, natürlich hier das Fenster kaputt. Wieso habe ich meine Kettensäge nicht mehr? Ja, hallo? Na also. So, Raum 3. Da sind wir. Da ist eine Buchhutdose, die brauchen wir nicht. Wir sind ja in Raum 3, ne? Shells. Ich habe noch einmal aufgeschrieben, damit ich nicht merke, schau dich einfach um. Wenn du in der Eingangshalle bist, denk dran, Schwestern, Ärzte, Bäume. Alles klar. Also zwei Ärzte waren das schon mal, ich glaube vier Bäume. Schwestern, Ärzte, Bäume. Okay, danke schön. Kann man das da eigentlich dann aufmachen und wieder von innen durchgehen? Das war ja oft so, dass man dann noch genau den Riegel umlegen muss. Also. Das habe ich ja noch gar nicht gelesen, ne? Guck mal. Oh, der schwarze Mann. Ach so, das waren. Wie kann man so ein Plakat erstellen? Gibt es sowas wirklich? Ich meine, ich traue den Amis in 60ern wirklich jeden Scheiß zu. 50er, 60er. Also, vier Bäume, zwei Ärzte. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7 Schwestern. Perfekt. Was war da? Schwestern, Ärzte, Bäume? Oder Schwestern, Bäume, Ärzte? Of course. Achso, ja, zurück. Kellerschlüssel, dann gehen wir da mal direkt hin, nicht wahr? Wir wollen ja gucken, dass wir hier durchkommen. Das war, ich habe ja gesagt, ich habe, glaube ich, anfangs die leichte... Ich komme hier gar nicht mehr zu Wort, irgendwie kann das sein. Andauernd quatscht sie mir dazwischen, ins Essen gequatscht hier. Heizungsraum, Technikraum, Pumpraum, Generatorraum. Ach ja, wir müssen den Strom anmachen. Küche, Müllentsorgungsraum. So, ich meine mich. Hoppala, wo rennst du denn rum, Mann? Nope. Weil wir das Gerät hier irgendwie anmachen müssen, aber ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, wir brauchten Benzin. Der Generator, guck mal da. Ja, ja, ja. So, wir brauchen. Nein, wir können hier nichts. Wir können auch da jetzt zwar mal Klick-Klack machen, was aber nichts bringt. Ja, kommt nur, ihr Wichser!
Ich habe schon vermisst, sie wollte schon ein bisschen weinen, aber da ist er ja wieder. Na endlich. Ach komm hier du. Doppelmuschi. Und fertig, Doppelmuschi. Nein, brauche ich nicht. Ich meine, mich erinnern zu können, wir brauchen Spritkanister. Ich meine, mich erinnern zu können, hier war irgendwo einer. Hallo. Bewegen, bewegen. Guck mal. Alter, lass die Finger von ihr, ey. Stirbt noch. Schöne ist ja, ich kann sie nicht mit ansägen. Thank you, James. Natürlich hätte er das nicht geschafft. Nein, hätte sie nicht. Stay with me. Also ich muss jetzt trotzdem auch wieder alles... Oh, guck mal, da muss ich doch irgendwas durch die Gegend schieben. Und zwar nach da. Dann machen wir das doch mal. Komm, geh mal weg mit deinen komischen Hackefüßen da. Klack, klack. There's more of them. Was mache ich? Wenn ich jetzt... Rennt die weg? Ich dachte, jetzt geht die nochmal an Maria dran. Was wollte ich mal nämlich gerade mal geguckt haben? Feige Sau. Hey. Mal gut, ich wäre. Hier drüber. Sieht man doch. Don't worry. I'll be right back. Genau, ich lasse dich mal mit der Doppelmuschi alleine. Oh, Lehrer. Ach, das war. Der war leer. Genau. In irgendeinem Spiel habe ich doch jetzt mal zwei komischerweise finden müssen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Oder ich kann hier doch zwei finden und hat er dann irgendwie, warum auch immer, einen übrig. Käfer? Ah, nee, doch nicht. So, wir sind da. Komm, wir gehen erstmal wieder zurück in den Generatorraum. Gucke mal, ich meine, mich erinnern zu können, dass... Ich hab doch da was tippen hören. Schön liegen bleiben. Ein bisschen Glück haben wir auch wieder Licht. Wo war noch mal die Pumpgun? Ey, ich hab's nicht vergessen. Yes, I did it. Nee, ich gucke noch mal hier. Ich will mich hier nochmal umgucken. Ich glaube, hier gab es noch einiges, was man entdecken konnte. So, da habe ich gerade den Sprit geholt. Ja, Entschuldigung. Ist immer so geil, wenn sie sich geblendet fühlt. Nö, da ist nichts. So, jetzt haben wir schon. Das, da kommen wir nicht weiter, da kommen wir auch nicht weiter. Also müssen wir ja dann jetzt zurück zum Elevator. Hier kommen wir leider nicht durch, ne? Meine ich da so, ne? Kann man das nicht einfach auch aufmachen von innen? Aha! Tada! Und schon haben wir...
eine riesen Abkürzung gespart, wollte ich gerade sagen. Haben wir natürlich auch. Und schon haben wir den Aufzug. Und schon kommen wir in den zweiten Stock. Und schon macht das Ganze wieder mal mehr Sinn, ne? Well, jetzt hätte ich Zeit zu reden. Ja, komm, ich blende dich. Ja. Ja. Ach, schade. Hätte ich gerne noch dreimal gemacht. Sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. And so clean. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? The same procedure as every year, James. I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Entschuldigung. So, man kann jetzt zwar noch, ich glaube, zwei, dreimal mit dir sprechen. Wo ist denn da? Ne? Sorry, I just need a moment. I'm alright. Just tired. Und jetzt dreht sie sich auf die Seite. Schön, ne? Erinnert ja schön an die Löffelchenstellung. Und schon hätte man Lust, sich da... Nein, pfui, Erik. Das macht man nicht, sowas. Sowas darf man gar nicht denken. Die Frau ist psychisch krank. So, wie war das? Ich glaube, wir kamen jetzt in C4, C3 kamen wir nicht rein, ne? Nein, aber ich glaube, hier kann man rein und dann kann man doch irgendwie in... Nee, doch nicht. Hier war nur ein Speicherpunkt. Okay. Und so ein blöder Trank, den wir ja nicht brauchen. War nicht hier noch so ein Mädchen drin? So ein Doppelmuschi? Ich hätte gerne mal, dass man hier noch die Perspektive hätte verstellen können, dass ich mehr Weitwinkel habe. Weil das ist mir ehrlich gesagt zu schmal. Ich guck mal eben nach. Ich weiß gar nicht, vielleicht geht das ja wirklich. Also Moment. Nein, wie gesagt, ich habe glaube ich schon mal geguckt. Nichts gefunden. Gut. Ich muss mich jetzt immer wieder orientieren. Das tut mir so leid, aber es geht nicht anders. Kamen wir da oben nicht weiter durch? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Was wir jetzt aber noch machen können, wenn wir schon mal hier unten sind, wir machen jetzt das Treppenhaus von innen auf, damit man da nämlich durch kann. Was er mit diesem Fenster vorhin hatte, möchte ich gerne mal wissen, weil er hier so rausgeguckt hat. Aber da ist nämlich nichts.
Oha, hier sind wir. Komm, wir gucken mal überall rein. Manchmal sind ja auch Notes drin oder so. Nicht immer. Okay, da komme ich nicht durch. Also, mir den ganzen Film wieder hoch. Okay. Palliativmedizin, ja. Oh, wie blöd. Blage. Ja, hier ist alles zu. Das ist schon mal gut. Ah. Ich kann sagen, da hinten ist das. Also wenn die von hier kamen, dann gehen wir doch erstmal hier runter. Wir sind nämlich jetzt Büro des Direktors. Genau, da müssen wir ja auch noch rein. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt noch nicht rein. Ich weiß es nicht mehr genau. Doch, da waren die drei geforderten Akten. Das weiß ich noch. Hier brauchen wir die drei Armbänder für die Akten. Die kommen dann hier hin. Das sind die... Da habe ich alleine gelassen werden. Verlegt nach L1. Müssen wir uns merken. So, das ist einmal. Zimmer D1. Situation dauernd an. Behandlungspatientin muss gebadet werden. Genau, das war auch nochmal. Zimmer C1, was habe ich übersehen? Ach nee, das war nur Kennzeichnung 301, bla bla bla. Wir müssen also diese drei speziellen Patientinnen finden, damit wir die Armbänder kriegen. Hier hinten gab es auch noch ein Rätsel, was ich mich erinnere. Jawohl, ja, das war auch gar nicht, also auf leicht schon kompliziert. Man musste sich eigentlich nur die Zahlen merken und da oben muss man noch eine Taste finden, so war das. Und dann eine Kombination erstellen. War nicht. You know, I know it was. I wasn't there just to figure it out. Genau, da kam ein Schlüssel dann dafür da rein. So, weiter geht's. Wir gucken jetzt erstmal, was wir hier haben. L1 haben wir da. C1 war unten. Nee, war nicht unten. C1 ist dann oben in 3, ne? D1 ist oben in 3, okay. L1, C1, C3, C4, C5. Da, warte mal. C1 ist ja direkt rechts um der Ecke. Würde ich sagen, wenn das da direkt um der Ecke ist, gucken wir da doch mal zuerst, nicht wahr? Weil wir kommen sowieso nicht rein. Doch, kommen wir doch rein. Ja. Ich weiß noch nicht, was er da... Schön leer, spüre ich, nicht so rausfliehen. Ja, lassen wir schön leer. Können wir wieder zum Schwimmbad. Okay, genau, das war das. Also, das Schwimmbad wird markiert. Sonst konnte man hier nichts mehr machen. Außer nochmal rausfinden, wo das Schwimmbad ist. Und das ist da unten. Ist hier jemand? Ist da etwas? Klar ist da was. Jede Menge. Deswegen sage ich ja, hier war einiges, was zu tun war. So, genau, da wo es blinkt. Ich glaube, ich muss mal aufs Klo. Warum auch nicht? Okay, die Toilette von da aufgemacht.
Jetzt kamen wieder diese Scheißgeräusche, ich weiß es noch, ey. Muss sich ja lohnen, ne? M5. Ja, ich glaube, hier gab es überall. Ja! Ich bin der Held der Welt. So, hier war L1, ne? Genau, da kamen wir nicht rein. Da mussten wir einmal rum. Hier gab es auch, glaube ich, nirgendwo was Vernünftiges zu holen, außer... Oh, hier kam er. Oh, oh, oh. Ach ja, die gab es ja auch noch. Das waren immer so... Ich weiß gar nicht, was das sein sollten. Oder was das sein sollte. Wofür die sein sollten, sagen wir es mal so. Komm, raus da. Geh doch mal. So... Also, wir brauchen den Schlüssel für L1. Und ich habe keine Ahnung mehr, wo der war. Was? Teddy. Ach, da pieken wir uns jetzt noch. Genau. Aber den brauchen wir. Wer schon mal Wimmelbilder gespielt hat, der weiß, wofür man sowas braucht. Nein, das ist diesmal kein Dietrich, das kann ich verkünden. Hier war sonst nichts mehr. Ja. Nochmal. Den schon, den schon. Schlüssel. Für L1. Es geht voran. Hast du das gedeckt oder was? Ist hier noch einer in der Dusche? Nein, ist nicht. Hinter der Tür? Nein, ist auch nicht. So. Fernsehen gucken ist ungesund. Ausschalten, Kinder! Peter Lustig. Ausschalten, Kinder. L1. 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 Ich bin vollkommen verkehrt. Ne, warte mal. Nicht. Ja, nicht ganz, ne? Wo bin ich denn jetzt gerade gewesen? Toilette, Waschküche, Aufenthaltsraum der Schwestern war ich. Jetzt habe ich's. Herrenumkleide ist zu gewesen, das ist ja auch mal spannend. Kam man da nicht von der Damenumkleide rein, aber ist das eigentlich auch egal. Aber spannenderweise geht es hier hoch, ne? Das muss man sich schon mal vielleicht merken. Hier ist ein Treppenhaus, da geht es ins dritte Stockwerk. Aber wir gehen jetzt erstmal hier noch in L1. Blöd, ne? Hallo. Entschuldigung, Näschen juckt. Habe ich in letzter Zeit öfters. Keine Doppelmuschi. Das wundert mich, aber die stehen da sonst in jeder Ecke. Komm, wir gucken erstmal da hinten weiter. Nee, brauche ich nicht. Ich muss nur noch eben gucken, wo das hin muss. Ich denke mal... Irgendwo hier? Hallo, wo bist du denn? Wo muss ich denn rein? Da oben, ne? Da. So, guck mal, haben wir es doch.
Das ist ja das Schöne, wenn es einrastet, dann weiß man, dass man richtig ist. Da komme ich wieder raus, da muss ich die Notiz lesen, weil natürlich ist es nicht so, das Mädchen ist heute eingewiesen, haben das Ding. Blut und zittert. Ich habe sie mit in der Ecke gebracht. Als hätte sie sich ein bisschen beruhigt. Sie hat mich sogar angelächelt, glaube ich. Ins Bett in der Ecke. Also müssen wir jetzt die Ecke füllen. So, hier. Nee. So, keine Ahnung. Hä? Ah. Ist hier viel... Bett in der Ecke. So, da ist das Schwimmbad. Zimmer D1, okay. Aber jetzt habe ich das Bett in der Ecke noch nicht gefunden. Im Keller wird ja nichts sein. Verdammt, ey. Ja. Ja, ich muss ja noch mal gucken. Hier muss ja irgendwo ein Bett in der Ecke sein. Hier nix. Fuck. Ich dachte, hier wäre was gewesen. Hinknien kann man sich ja sowieso nicht, ne? Scheiße. Komme ich ja sowieso nicht mehr raus. Nein. Also nichts mit Bett in der Ecke oder wie? Oder war das jetzt doch noch irgendwo hier, wo ich mich dann da durchquetschen musste? Musste ich, glaube ich, sowieso. Sonst komme ich ja auch nicht raus. Ich glaube, jetzt falle ich... Hat so ein bisschen was von Matrix. So, ich nutze mal die Gunst der Stunde und mache an dieser Stelle eine kleine Pause. Zwecks Erledigung diverser körperlicher Erledigungen halt, nicht wahr? Und werde wahrscheinlich noch einen zweiten Teil heute aufnehmen, mal schauen, je nach Lust und Laune. Aber jetzt haben wir ja schon wieder ein Stückchen geschafft und in diesem Sinne wünsche ich mir da allen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.